Alle reden heute von der Digitalisierung. Viele von Big Data und ein paar auch von Datenschutz. Aber viel zu wenig. Weil heutzutage eine Situation eintreten ist, die man sich vor 10, 20 oder 30 Jahren noch überhaupt nicht hätte vorstellen können, dass nämlich wir selber tagtäglich mit unseren Handys Mengen von Daten produzieren, wo es zigfach von dem sind, was sich die grössten Datenkraken vor 20 oder 30 Jahren hätten können erträumen, über uns zu sammeln. Wo wir sind, wann, zusammen, mit wem, dass wir kommunizieren. Wir sind letztlich nicht nur gläsige Konsumenten, sondern auch gläsige Bürgerinnen. Umso mehr ist es wichtig, dass das neue Datenschutzgesetz da einen Riegel schiebt. Uns zum Beispiel ermöglicht, Online-Angebote auch mit Geld zu zahlen und nicht nur mit unseren Daten. Für das sogenannte Koppelungsverbot kämpfe ich. Es sollte nicht mehr gültig sein, wenn man einfach auf jede Privatsphäre verzichten muss, nur damit man ein bestimmtes Angebot auch in Anspruch nehmen kann.